Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Mit der Ukraine-Krise ist in den letzten Monaten ein Thema wieder viel unmittelbarer nach Europa zurückgekehrt: der Krieg. Plötzlich sind es nicht mehr nur ferne Länder, die von Krieg und Bürgerkrieg bedroht sind, sondern auch unser europäischer Kontinent. Mit der drohenden Kriegsgefahr kommen auch alte Feindbilder wieder zurück und werden unentwegt aufgewärmt. Russland ist der Kriegstreiber, die USA und die EU sind die Friedensstifter. Doch immer mehr Menschen erwachen und erkennen, dass die Wahrheit ganz anders aussieht. Alternative Medien sprießen weltweit aus dem Boden und mündige Bürger stehen auf, um Wahrheit und Frieden einzufordern. So auch in Berlin, wo sich seit etwa einem Monat, immer montags um 18 Uhr vor dem Brandenburger Tor, die unterschiedlichsten Menschen zur Mahnwache für den Frieden treffen. Bei der ersten Veranstaltung waren es zunächst 100, in der darauffolgenden Woche 400. Zur vierten Mahnwache kamen bereits fast 3000 Menschen. Letzten Montag war ein Kamerateam von Klagemauer TV vor Ort in Berlin, um einmal zu sehen, was genau die Menschen bewegt, auf die Straße zu gehen. Genau, warum sind Sie denn heute hier? Ich bin einfach wahnsinnig interessiert, zur jetzigen Zeit irgendwie mich hier dahingehend weiterzubilden und diese Redner anzuhören. Also, und es ist einfach wichtig, dass man heutzutage, naja, einfach mal die Augen aufmacht, einfach mal Sachen ein bisschen skeptischer und auch vielleicht, ja, weiß nicht, ein bisschen, naja, durch ein bisschen besser zu beurteilen zu können, einfach nur so. Und so eine Kundgebung ist eigentlich ziemlich wichtig in der heutigen Zeit, gerade wo es alles ziemlich um Profit geht und um Gier und alles das ganze System im Prinzip schon ziemlich hängt. Inwieweit halt die Macht des Geldes uns unser Leben so sehr beeinflusst, das macht mir momentan sehr viel Sorgen, insbesondere auch die Politik, wie sie kriegstreiberisch zurzeit irgendwie vorgeht. Irgendwie, ich fühle mich durch die Medien nicht mehr richtig informiert. Mittlerweile finde ich das irgendwie sehr, sehr gleich und ich muss mich bemühen, irgendwie andere Medien zu finden, wo ich mich informieren kann oder wo ich mir eine Meinung bilde. Das ist ja auch der Grund, weswegen ich hier bin. Und das ist wichtig, dass wir alle gemeinsam auf die Straße gehen und dann halt mal ein bisschen, weiß ich, präsent zeigen, einfach nur. Wenn hier so unterschiedliche Menschen sind, das ist kein deutsches Problem, kein europäisches, sondern ein Problem dieser Welt. Zum Frieden führt gar kein Weg hin, sondern Friede ist der Weg. Ich glaube persönlich zutiefst, dass jeder Mensch das Recht hat, sein Leben in eigener Verantwortung und in Liebe zu gestalten und dass es keine Macht der Welt gibt, die ihn daran behindern dürfte, sollte. Meine Damen und Herren, wir stehen hier in Berlin am Brandenburger Tor, wo die letzten Montage Mahnwachen für den Frieden stattgefunden haben. Neben mir steht Herr Lars Merholz, der Initiator der Mahnwache für den Frieden. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Darf ich fragen, wer ist Herr Lars Merholz und wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Lars Merholz ist ein ganz normaler Bürger, wie jeder andere auch, der im Internet die Medienberichterstattung über die Ukraine mitbekommen hat und auch in dem Zusammenhang mal recherchiert hat, wie das Wirtschaftssystem funktioniert, was Zins angeht, was das Fiat-Money-System angeht und was unsere Zentralbanken angehen. Und das Ganze hat halt ein Bild ergeben, wo ich dann nicht mehr anders konnte, als auf die Straße zu gehen, weil das sind Informationen, die müssen die Menschen bekommen. Und du nennst die Aktion ja Mahnwache für den Frieden. Wodurch siehst du den Frieden in Gefahr? Ja, unter anderem durch die Situation in der Ukraine, durch die Berichterstattung unserer Medien, die fast hetzerisch und mit Propaganda arbeiten. Die westlichen Alliierten bedrohen Russland ganz schön. Die NATO sollte sich nicht erweitern, sie hat sich erweitert. Ich weiß nicht, ob andere Länder so besonnen wären wie der Russe momentan. Das ist schon eigenartig. Ein Thema, was du ganz groß auf die Fahne geschrieben hast, ist die Forderung nach einer ehrlichen Presse. In der Rede, die du hier am 17. März gehalten hast, hast du gesagt, die Medien sind eigentlich unser größtes Problem. Was meinst du damit? Naja, Medien berichten nicht immer die Wahrheit. Heutzutage ist es so, dass wenn man Informationen haben will, man nicht einfach nur das nehmen kann, was einem die Medien sagen, sondern man muss selber recherchieren, man muss sich selber auf den Weg machen. Und am Ende hat man dann die Informationen. Aber die Informationen, die einem die Medien so einfach geben, die stimmen nicht mitunter. Man muss selber recherchieren heutzutage. Und wie ist die Resonanz der Medien auf deine Veranstaltung? Oh, sehr lustig. Die Tagesschau, Verzeihung, hat gestern als erstes Medium mal mich zu einem Interview angefragt per E-Mail.
Da habe ich dann 3 Seiten geantwortet und das wurde eigentlich alles aus dem Zusammenhang gerissen und total falsch dargestellt. Also da wird richtig gegen die Montagsmahnwachen gehetzt. Auch eine Jutta Dietfurth, die war gestern sogar im Fernsehen und hat Sendezeit bekommen, einfach nur um gegen uns zu hetzen. Das muss man sich mal vorstellen. Und hat uns als Antisemiten diffamiert, beleidigt. Und zwar alle 5000 Menschen, die hier auf der Straße stehen. Das ist unglaublich. Einer meiner besten Freunde ist Jude. Ich möchte das auch mal noch betonen. Ich war schon öfter in Israel. Das ist der größte Schwachsinn, den ich in meinem Leben je gehört habe. Verzeihung. Letzten Montag konnten wir wieder sehen, dass wirklich viele Menschen aus allen möglichen Hintergründen gemeinsam auf die Straße gehen und den Frieden einfordern. Wie viele sind am Montag trotz des Regens hier gewesen? Ja, das war der Wahnsinn. Also trotz des schlechten Wetters hatten wir ungefähr 2200, 2300 Leute hier. Also wir gehen davon aus, dass wir nächsten Montag, da sind wir am Potsdamer Platz, Ostermontag, wir gehen davon aus, dass wir ja, vielleicht 5000 Menschen haben oder mehr. Das wäre schon schön. Wow. Andreas Popp wird sprechen, also von daher wird es sich lohnen. Ja, die Bewegung ist rasant schnell gewachsen. In wie vielen Städten finden am Montag zur selben Zeit Mahnwachen für den Frieden statt? In ungefähr über, also in über 20 Städten. Ja. Über 20 Städten. Vielen Dank für das Interview und weiterhin alles Gute. Vielen lieben Dank. Danke gerne. Herzlichen Dank nach Berlin. Auch in einer heute ausgestrahlten Sendung des Deutschlandfunks zu den Montagsmahnwachen bescheinigt man Mehrholz und den Rednern, krude Verschwörungstheorien und rechtes Gedankengut zu verbreiten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an diesem Beispiel sehen Sie einmal mehr, was passiert, wenn ein ganz normaler Bürger ohne politischen Hintergrund oder Zugehörigkeit mutig seinen Unmut über die bestehende politische Situation und die fehlende Objektivität der Mainstream-Presse äußert. Sofort wird er von diesen mit abgedroschenen Schlagworten in die Enge getrieben. Die Veranstalter und Teilnehmer der Montagsmahnwachen scheinen sich davon nicht abhalten zu lassen und gehen am Ostermontag in die nächste Runde. Verehrte Damen und Herren, vielleicht finden ja auch in Ihrer Region Mahnwachen für den Frieden statt. Eine gute Möglichkeit, um mutig aufzustehen und deutlich zu machen, wir haben genug von all der Kriegsreiberei. Wir haben genug von den Medienlügen. Ihnen noch einen guten Abend.